Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 1a des Ingeborg-Machmann-Gymnasiums in Klagenfurt, der Fachbereich Hören in Kärnten und das Kärntner Medienzentrum präsentieren den Trickfilm Connected. In einer fernen Zukunft erzählt eine Geschichte von einem Jungen, der ein Spielesüchtler ist, dessen Eltern bei einer Gaming-Firma arbeiten. Sein Vater ist der Chef der Firma und Entwickler, seine Mutter ist Spieletesterin. Der Junge heißt Luke Wack und findet, wie auch seine Eltern, Gefallen an Computern, PS4, Xbox, Nintendo und auch Smartphones. Eines Tages mussten Lukes Eltern für eine Woche in der Firma bleiben, um an einem neuen Spiel zu arbeiten, das dem Vater eingefallen war. Lukes Mutter sagte: Wir müssen für eine Woche weg, Schätzchen. Du darfst dich dafür ausnahmsweise am Dachboden umsehen und wenn dir etwas von den alten Sachen gefällt, runter ins Wohnzimmer bringen. Natürlich darfst du auch darauf zocken, aber lass die Finger von einem bestimmten Computer. Er ist grau und darauf steht Sonic. Dann waren seine Eltern auch schon verschwunden. Juhu! Sofort stieg Luke auf den Dachboden und dachte sich: Endlich ist es soweit. Ich darf auf den geheimnisvollen Dachboden. Logischerweise sah sich Luke als erstes nach dem grauen Computer um. Sein Blick streifte allerlei seltsame und veraltete Generationen von Playstations. Sie waren anziehend und gleichzeitig unscheinbar. Immer wieder musste Luke sich von einem besonderen Modell losreißen. Das sah er ihn im Augenwinkel. Den grauen Computer. Eilig huschte er zu dem Elektrogerät und betrachtete es sich genau. Seine Eltern hatten ihn von dem Modell namens Sonic gewarnt. Dies hier hieß jedoch One. Luke sah einen grünen Knopf, der ihn anblinzelte. Er konnte den Drang nicht widerstehen und mit vor Aufregung zitterndem Finger drückte er diesen. Der Computer begann komische Geräusche zu machen und seltsam zu leuchten. Dann wurde Luke schwarz vor Augen. Als er seine Augen wieder öffnete, stand er in einer großen Halle, die ihm irgendwie bekannt vorkam. Es war die Spawnhalle im Spiel Civilization 5. Es konnte nicht sein. Die Halle war Teil eines Spiels und er war ein echter Mensch. Luke musste hier weg. Luke war immer gut in diesem Spiel gewesen und wusste, dass er ein Portal finden musste. Doch dieses war im Zeitalter Moderne. Er hingegen befand sich in der Antike. Also begann er, eine Stadt aufzubauen, weitere Städte zu gründen und ein guter Herrscher zu sein. Ja, er führte sein Volk gut, doch er hatte Riesensehnsucht nach seinen Eltern. Denn er war schon Monate hier oder Jahre. Luke hatte kein Zeitgefühl mehr. Eines Tages traf er George Washington, den ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Dieser wollte Lukes besitzen und Krieg führen. Die Kämpfe waren hart und unmenschlich, doch Luke konnte mit seinen Einheiten die Angriffe abwehren und seine Gebiete erweitern. Dadurch erntete er Wissenspunkte und Geld und konnte weiterreisen. Luke besiegte die Barbaren und auch seinen größten Feind Bismarck. Luke kämpfte und kämpfte und siegte und siegte. Sein Heimweh jedoch wurde immer stärker. Ebenso wie sein Heer und seine Macht. Endlich im Industriezeitalter angekommen, wurde Luke in einen Hinterhalt gelockt. Der gerissene Japaner Haki Takanaki zerstörte seine Schiffe und einige seiner Städte. Doch letztendlich gewann Luke Wack auch diese Schlacht und landete in der Moderne. Alles war fertig, er ließ ein Portal bauen und wählte einen würdigen Nachfolger. Dann verabschiedete er sich und schritt mit erhobener Haupt durch das Portal. Er war wieder auf dem Dachboden, rasch flitzte er nach unten und blickte auf die Uhr. Konnte das sein? Es war nur eine Stunde vergangen. Konnte das sein? Das ist die große Frage.